Um mit Powtoon ein Video zu kreieren, musst du zunächst auf powtoon.com einen Account erstellen und angeben, wofür du die Software nutzen möchtest. Abhängig von den hier angegebenen Nutzungspräferenzen siehst du nach dem Einloggen deinen persönlichen Arbeitsplatz, an dem dir passende Templates für deine Anwendungszwecke vorgeschlagen werden. In der Toolbox auf der rechten Seite kannst du auf deine bisher erstellten Videos zugreifen und diese bearbeiten oder herunterladen. Für Tipps zur Videogestaltung steht hier außerdem das Lerncenter bereit. Bei Fragen zur Software kannst du das Hilfecenter unten links besuchen. Um ein Video zu erstellen, ist es anfangs am einfachsten, eine Vorlage zu verwenden. Achte bei deiner Suche darauf, dass das Template auch wirklich kostenlos ist. Falls dir der Stil der Vorlagen nicht gefällt oder die ausgewählte Kategorie nicht ganz deinen Vorstellungen entspricht, stehen dir weitere Filtermöglichkeiten zur Verfügung. Wenn du dich mit Powtoon schon etwas auskennst, kannst du auch mit einer leeren Folie starten. Dann kannst du auch andere Videoformate auswählen. Starten wir aber erst einmal mit einer Vorlage, zum Beispiel mit dieser hier. Das Video ist wie eine PowerPoint-Präsentation aufgebaut und besteht aus verschiedenen Folien, die du links siehst. Hier kannst du die Reihenfolge bearbeiten, eine weitere Folie hinzufügen oder andere Übergänge auswählen. Wenn du den Mauszeiger über den verschiedenen Übergangsoptionen stehen lässt, wird dir eine Vorschau angezeigt. Achte immer darauf, kostenfreie Inhalte zu verwenden. Eine Folie verfügt über mehrere Ebenen: den Hintergrund, grafische Elemente und Schriftblöcke. Den Hintergrund kannst du hier ändern. Dabei kannst du auch Videos auswählen oder eigene Inhalte hochladen. Wenn du ein Video verwendest, kannst du hier einstellen, bei welcher Sekunde es starten soll. Dies kann nützlich sein, wenn du einen nahtlosen Übergang zwischen zwei Folien mit dem gleichen Video im Hintergrund schaffen möchtest. Die rechte Leiste bietet dir eine große Auswahl an grafischen Elementen. Du kannst Formen, Charaktere oder Objekte hinzufügen. Der Stil der Elemente, die dir angezeigt werden, richtet sich dabei nach dem Folienstil, den du oben ausgewählt hast. Wenn du den Mauszeiger auf den Elementen stehen lässt, kannst du sehen, ob das Element animiert ist. Suchst du nach einem bestimmten Objekt, kannst du die Suchfunktion verwenden. Neben den Grafiken kannst du auch Bilder oder Videos einbetten. Wundere dich dabei nicht, wenn die Videos im Standbild unscharf erscheinen. Das ist ganz normal. Außerdem kannst du Texte hinzufügen. Wenn du eine zusätzliche Folie gestalten möchtest, lohnt sich ein Blick in die Auswahl an Szenen. Hier werden dir verschiedene fertiggestaltete Folien vorgeschlagen, die du übernehmen und nach deinen Vorstellungen abändern kannst. Um eine Folie zu ändern, klicke einfach auf die Elemente. Mit einem Linksklick kannst du Objekte bewegen oder spiegeln, Texte umschreiben, die Objektgröße ändern oder andere Farben auswählen. Außerdem kannst du hier festlegen, mit welchem Effekt ein Objekt erscheinen oder verschwinden soll. Bei Charakteren kannst du außerdem die Pose ändern. Mit einem Rechtsklick kannst du ein Objekt löschen. In der unteren Leiste siehst du, wann ein Objekt oder eine Objektgruppe auftaucht. Eine Markierung mit einer 9 bedeutet, dass zu diesem Zeitpunkt 9 Elemente erscheinen. Möchtest du den Zeitpunkt ändern, kannst du die ganze Objektgruppe verschieben oder ein einzelnes Element der Gruppe auswählen, das du an einer anderen Stelle auf dem Zeitstrahl platzierst. Hier kannst du auch regeln, wie lange ein Objekt sichtbar sein und mit welchem Effekt es verschwinden soll. Wenn dir die Zeitspanne für die ganzen Effekte auf deiner Folie zu kurz ist, kannst du sie rechts verlängern. Am Ende kannst du dein Video oder einzelne Folien mit Musik unterlegen. Wenn dir die Musik der Vorlage nicht gefällt, kannst du sie hier löschen. In der Leiste rechts kannst du dir eine neue Lieddatei aussuchen oder eigene Dateien hochladen. Wenn du das Video veröffentlichen möchtest, solltest du darauf achten, dass die Musik lizenzfrei ist. Eine große Auswahl lizenzfreier Musik findest du auf YouTube in der Audiomediathek des Studiobereichs. Wenn du fertig bist, kannst du dein Video herunterladen. Bei einer kostenfreien Powtoon-Nutzung ist leider kein direkter MP4-Download möglich. Du kannst dein Video aber durch Powtoon als privat oder nicht gelistet auf deinem YouTube-Kanal hochladen lassen. Powtoon informiert dich per Mail darüber, wann das Video auf deinem Kanal verfügbar ist. Im YouTube-Studio kannst du es dann herunterladen.